markiert sich der Grenzwert des Kundenkreises. Mittlerweile ist es annähernd 100%. Es ist über die letzten 3 Wochen massiv angestiegen. Die erste Analyse gemacht haben, da waren es 5%, die dabei waren von den Proben. Mittlerweile fast ausschließlich bei den Positivproben. In dem Fall wird alles an RNA nur rausgezogen. Da ist auch menschliche RNA noch drinnen. Durchschnittlich benötigen wir für die Analyse einer Probe hier im Labor ca. 1 Stunde. Früher war das natürlich ganz anders. Noch vor 2 Jahren, wie der Corona angefangen hat, hat es ja bis zu 14 Tage gedauert. Aber die durch Forschung oder die Entwicklung ist natürlich weiter vorangeschritten und so haben sich natürlich die entsprechenden Chemikalien, aber auch die Gerätschaften weiterentwickelt, verbessert, sodass das Ganze oder auch schneller geworden ist. Die Probe wird einfach 40 Mal erhitzt und wieder gekühlt, erhitzt und wieder gekühlt. Die Situation in unserem Klinikum ist...